Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich euch den neuen Jalousieaktor Pro von Evocan X vor. Nachdem wir mit der Evocan X-Serie bereits verschiedene Heizungsaktoren auf den Markt gebracht haben und Tasterschnittstellen, haben wir nun die Produktfamilie erweitert und bringen den Jalousieaktor Pro auf den Markt. Der Jalousieaktor Pro ist in der Standardausstattung ein Vierfach-Jalousieaktor mit 8 Binäreingängen. Die Besonderheit ist am Gerät, dass die Ausgangskanäle über eine Strommessung verfügen und dass somit die Fahrzeit automatisch ermittelt wird. Berechtigterweise kann man sich jetzt fragen, ja, aber warum brauche ich überhaupt eine elektronische Fahrzeitermittlung? Das hat doch immer gut funktioniert. Ja, in der Regel funktioniert das auch ganz gut. Wenn man aber jetzt eine komplexe sonnenstandsnachgeführte Steuerung zu Hause hat und man genau aufpasst, wird man schon feststellen, dass vor allem in Räumen, wo mehrere Behänge gleichzeitig fahren, irgendwann anfangen, die Lamellen nicht mehr ganz gleich zu stehen oder dass der einen Stücken weiter oben steht und anderen Stücken weiter unten. Es hat schon was mit Komfort zu tun, dass die Fahrzeit immer wieder neu berechnet und immer wieder neu gemessen wird. Und auch wenn ein Behang mal etwas älter wird und dementsprechend sich etwas zieht, wird dieser Aktor es merken und wird es automatisch nachsteuern. Die Binäreingänge im Jalousieaktor Pro lassen sich frei auf die Ausgänge verbinden und stehen somit als regulärer Binäreingang für zum Beispiel Jalousietaster oder Riedkontakte zur Verfügung und lassen sich somit sehr einfach in das gesamte Gebäude integrieren. Für diejenigen, für die es ein Vierfach-Jalousieaktor zu klein ist, gibt es noch den Jalousieaktor SAP als Ergänzungsprodukt. Der Jalousieaktor Pro und SAP lassen sich ganz einfach miteinander verbinden. Das heißt, im Jalousieaktor ist eine kleine Schnittstelle vorhanden. Dort stecke ich den Verbinder mit ein. Im SAP ist genau das Gleiche. Nun stecke ich die beiden Geräte zusammen und habe einen 8-fach-Jalousieaktor mit integriertem 16-fach-Binäreingang. Das Ganze auf 8TE. Das Besondere bei dieser Konstellation hier ist, ich bekomme auf kleinstem Raum sowohl Binäreingänge als auch Jalousieausgänge. Das bringt uns natürlich dazu, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für dieses Gerät am Markt zu platzieren. Wie gewohnt, wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam die Applikation an. Und dort werdet ihr auch noch ein paar Vorteile des Gerätes sehen, die das Gerät deutlich attraktiver machen als manch andere Geräte am Markt. Die Applikation ist verhältnismäßig gut aufgeräumt und alle Themen, die man, sage ich mal, nicht braucht, sind auch dann ausgeblendet. Zunächst kann ich entscheiden, als obersten Punkt, ist das Erweiterungsmodul der SAP angeschlossen oder nicht? Wenn ja, erscheinen hier direkt automatisch die weiteren Kanäle 5 bis 8, sodass die genauso gehandhabt werden können wie die Kanäle 1 bis 4. Auf der Startseite kann ich auch noch sagen, welcher der 4 Kanäle bzw. der 8 Kanäle sind überhaupt in Benutzung. Ich kann den verschiedenen Eingängen, also die Binäreingängen, die verschiedenen Funktionen zuweisen, entweder als Jalousietaster oder als nativer Binäreingang. Und in dem Feld hier kann man nun verbinden, ich nenne das zum Beispiel in dem Fall Fenster 1, auf welchen Kanal soll der Jalousietaster arbeiten? Ich kann also so in dieser Matrix den Aufbau bestimmen. Eine Besonderheit war diese Thematik der Sperrfunktion. Hier haben wir eine hohe Vielzahl an möglichen Sperrfunktionen realisiert.
Und wir denken, dass wir damit auch allen Kunden und allen Anwendungen gerecht werden. Zunächst einmal die Thematik, was soll passieren, wenn Busspannung ausfällt? Soll der Jalousieaktor auffahren, abfahren oder bestimmte Parameter anfahren? Bei den Sicherheitsobjekten, die erscheinen dann natürlich auch bei den Kommunikationsobjekten, kann ich zunächst erstmal angeben, welche sogenannte Priorität soll dieses Sicherheitsobjekt haben? 1, 2 oder 3. Die Priorität kann ich dann nochmal hinterlegen mit der eigentlichen Funktion. Das heißt, wenn jetzt meine Sicherheit 1 aktiviert wird, zum Beispiel aus der Wetterstation heraus, was soll passieren? Beispielsweise der Fahrbefehl soll auf sein, dann fährt der Roller dementsprechend auf oder auf die dementsprechende Höhe- und Winkelposition. Ich kann dann noch sagen, ob lokale Befehle gesperrt sind oder eingeschränkt. Dementsprechend kann ich das pro Priorität, pro Sicherheitsobjekt und das auch nochmal pro Kanal einzeln machen. Ich bin also extrem frei und diese Freiheit bietet einem kaum ein anderer Aktor auf dem Markt. Die Automatiksperre, natürlich auch ein wichtiges Thema. Stichwort ist hier natürlich die Thematik Terrassentür, dass man sich nicht in einer warmen Sommernacht draußen aussperrt, wenn die Sonne untergeht und die Rollläden automatisch runterfahren. Verschiedene Rückmeldungen sind auch mit drin. Zum einen 5 an der Zahl, wo sich der Antrieb in dem Fall befindet. Woher wissen wir das? Wie schon gesagt, es ist eine elektronische Laufzeitermittlung über die Stromerkennung. Die ermöglicht uns natürlich dann ganz genau zu wissen, wann der Rollladen unten ist und man verlässt sich damit nicht auf den Faktor Zeit, wie bei anderen Rollladenaktoren oder Jalousieaktoren. Wie man sieht, man hat diverse Rückmeldungen, ob man sie braucht oder ob man sie nicht braucht. Es sei jetzt mal dahingestellt, aber wie heißt es so schön, haben ist immer besser als brauchen. Bei den Produkten kann ich mir auswählen, was es für eine Art von Antrieb ist. Ist es für eine Jalousie, die im geschlossenen Zustand abfährt oder im offenen Zustand? Ist es ein Rollladen oder eine Markise? Je nachdem, sind die internen Logiken eingestellt. Positionierung über der VIP-Dauer, Bestattungsposition in Prozent, das sind alles Themen, die ich dann dementsprechend eingeben kann. Auch hier diese Thematiken aus dem Motor heraus kann ich sehr fein einstellen, um dann das richtige Ergebnis zu haben. Verschiedene Szenen können wir mit zuweisen, die wir dann über ein Szenenobjekt aufrufen. Auch immer sehr hilfreich, beispielsweise bei der Kinoszene, dass alle Rollläden runterfahren, das Licht dementsprechend gedimmt wird. Wir haben zusätzlich noch Speicherpositionen, die wir über 1-Bit-Telegramme aufrufen können. Auch hier 4 Stück an der Zahl. Besonderheit auf jeden Fall auch die Lüftungsfunktion, die extrem komplex geworden ist. Zum einen kann ich sagen, welchen Fensterkontakttyp habe ich? Habe ich einen Zweifachkontaktabfrage innerhalb des Fensters, sprich offen und gekippt? Oder habe ich vielleicht nur einen Riedkontakt am Fenster, der mir beides sagt, also sprich, der ein Telegramm macht, sobald das Fenster schon gekippt ist. Wenn das Fenster geöffnet wird, kann eine Funktion ausgeführt werden, beispielsweise die Position wird angefahren. Oder auch beim Fenster wieder schließen, ist natürlich dann auch die Möglichkeit, was soll er tun? Soll er dann auffahren, abfahren oder soll er beispielsweise auf den letzten Zentralbefehl hören? Eine sehr schöne Funktion, um dann einfach dem Bild der Verschattung wieder folgen zu können und auch sich darüber keine Gedanken machen zu müssen, ob der wirklich wieder in die Automatik zurückkommt oder nicht. Beim Jalousietaster kann ich mir einmal sagen, dass ich die KNX-Objekte mir anzeigen lassen möchte, um somit dementsprechend auch als echter KNX-Taster zu nutzen.
Und je nachdem, welche Funktion ich mit drin habe, habe ich natürlich dann auch die verschiedenen Einstellungen. Ich kann jetzt hier einmal umstellen auf Binäreingang. Und sobald ich umgestellt habe auf Binäreingang, wird auch hier in der Applikation das angepasst. Und schon sehe ich, was ich damit anfangen kann. Entweder schalten ein Bit oder Position anfahren oder die Szene. Wenn die Flanke am Steigen ist, was soll passieren und was soll sie tun, wenn sie am Fallen ist? Hier nochmal die Vorteile des Jalousieaktor Pro und Subs für dich zusammengefasst. Der Jalousieaktor Pro ist ein Vierfach- bzw. Achtfach-Jalousieaktor mit automatischer Fahrzeitermittlung über Stromerkennung. Die Applikation verfügt über eine sehr komplexe Sperr- und Statusobjektmöglichkeit, zum Beispiel für Lüftungsanwendungen. Der Jalousieaktor verfügt über 8 bzw. 16 Binäreingänge, die potenzialfrei ausgeführt sind. Zwei Eingänge stehen pro Ausgangskanal zur Verfügung und können zum Beispiel zum Anschluss eines Jalousietasters oder zwei Read-Kontakten verwendet werden. Die Kombination aus Ein- und Ausgängen in diesem kleinen Gehäuse halbiert die benötigten Teilungseinheiten im Vergleich zur herkömmlichen Lösung aus einem getrennten Jalousieaktor und einem Binäreingang. Das führt dazu, dass der Jalousieaktor Pro und Jalousieaktor Sub ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann. Wir sind wirklich sehr stolz, euch dieses Produkt nun bieten zu können. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir für euch auch noch Anwendungsapplikationen erstellen in Form von PDF-Dokumenten, sodass ihr noch einfacher mit dem Gerät arbeiten könnt. Denn die Möglichkeiten, die der Jalousieaktor Pro und der Jalousieaktor Sub mit sich bringen, sind wirklich enorm. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich super und bieten jede Menge Raum für Entfaltungsmöglichkeiten in der Verschattungstechnik. Wenn du noch weitere Fragen hast zum Produkt, komm gerne auf uns zu, schreib uns oder ruf uns einfach an.